Leute, was geht? Willkommen zurück zu Demon's Souls. Ich hatte ja gesagt, wir machen hier Vorburg weiter. In der letzten Folge haben wir einfach mal vier Bosse besiegt. Die Spinne, den Turmritter, den Lurker, den Feuerdämon und den Drachengott. Gucken, ob ich heute wieder so viele Bosse schaffe. Gehen hier auf jeden Fall erstmal weiter. Mindestens ein Gebiet, weil hier kann man eine Magierin befreien. Die brauche ich auf jeden Fall. Das zeige ich euch dann auch. Und was ich euch zeigen kann, ist ein richtig krasses Secret. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ja, ich muss oben lang auf jeden Fall. Genau hier, wenn man hier reingeht, da kommt man dann später zur Zauberin, aber ist halt noch verschlossen, da brauche ich erstmal den Schlüssel. Jetzt hier erstmal weiter. So einen dicken, der haut jetzt ab und den braucht man, weil von dem kriegt man auch mal so ein Ausrüstungsteil. Und da braucht man alles für. Das sind jetzt irgendwo ganz viele Gegner. Oh, hab ich da noch? Na, so kann man halt direkt ins Lager, das ist ganz geil, wenn man überlastet ist. Da, Gegenstandslast, 110 von 110. Jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen, muss alles immer direkt ins Lager bringen. Hallo Rolf, mein Bester, wie geht's dir? Hier muss man aufpassen, hier sind so Attentäter. So einer nämlich. Die können böse sein. Jetzt kurz gucken, was habe ich denn hier für einen Scheißgoppel? Kann ich die alle ins Lager senden? Ja. Die wiegen halt übel viel, ne? Aber das ist natürlich ganz entspannt, dass man das hier... Oh, Ministerhose habe ich sogar schon. Dass man hier alles jederzeit ins Lager schicken kann. Das ist halt echt entspannt. Hat er echt viel Zeug dabei, ne? Echt krass. Hallo Jasmin, bist du schon wieder unter den Lebenden? So, hier muss man aufpassen. Hier sind jetzt Attentäter versteckt. Meine ich. Ja, da oben. Kann ich mir aber versuchen, erstmal das Ding zu holen. Wie ein Profi. Wie ein echter Profi. Muss ja echt aufpassen um die Ecken. Ich sage es euch. Ich sage es euch nur einmal. Passt hier gut auf. Nobus Aurat in Demon's Souls. Schön. Da könnten wir ja gleich mal ein bisschen
Multiplayer machen, oder? So, vom nächsten, für den nächsten Boss Multiplayer machen. Das wäre doch cool, oder? Mal so als Fresh. Guck, da ist der. Der kann sich mich auch unsichtbar machen oder so. Der Sack. Wenn es noch einer schießt. Du bist da noch nicht mit dem Charakter. Du hast doch irgendeinen Charakter, der so weit ist, oder? Alles klar, bis später, haben wir ready. Muss hier so aufpassen. Da ist er nämlich. Der haut so einen Schaden raus. Pass bloß auf. Seinem Scheißtritt. Warum ist der Dickwanz? Oh. Hätte ich gar nicht auf dem Schirm. Ist auch eine Scheiß. Oh Gott. Ah, klar. Sag es euch, Magier. Magier ist es. Ich hätte meinen Platin-Car. Ja, den kannst du doch nehmen. Für ein bisschen Multiplayer. Reicht das doch bestimmt, oder? Magie ist der Easy-Mode, so ist es. Also wenn ihr es euch einfach machen wollt, einfach Magier nehmen. Magier. Das ist echt am einfachsten. Ah, guck mal, jetzt wäre der Verkäufer. Gibt's auch was Gutes, oder? Ritterschwert ist sehr gut. Ah, hier ist das Ritterschild, das brauche ich. Das ist sehr, sehr gut. 20.000. Schwere Zeit. Euer Blatt wird. Das kaufe ich auf jeden Fall, das ist sehr gut, das brauche ich. Besten Dank. Und das braucht wie viel? Da muss ich ein bisschen Stärke wahrscheinlich skillen. 16 Stärke, das ist kein Problem, aber das ist wichtig. 7 Level, alles klar. Bienenhändler, man kennt ihn. Wieso habe ich wieder Attention hier drin? Bringt doch gar nichts. Ich bin noch voll. Passt doch mal auf. Hier muss man echt auf Nummer sicher gehen. Hier geht viel ab. Ist ja dumm.
Aua. Ach, der hat den Schlüssel. Perfekt. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Ich glaube, mit dem Schlüssel mache ich unten das Tor auf, oder Nobu? Das Tor da oben oder so? Moin King Kong, mein Bester. Na, hast Geld schon ausgegeben, was du dir teuer verdient hast? Glaube ich, meine auch, der entweder ist der Schlüssel dafür oder für hinten für die Zauberin. Bin mir nicht 100% sicher. Erstmal duschen gewesen, so geschwitzt, ja. Nicht so schwitzen. Es war echt so knapp am Ende, es hat so Bock gemacht. Toadie, Xerox und King Kong, die waren so auf Schlagdistanz. War so ein krasser Dreikampf zwischen den dreien. Mehr Arschwasser. Ihh. Wenn ihr hier dunkle Tendenz hast, ne, ist die Stelle hier unmöglich gefühlt. Dann kommen hier so viele Phantome, die dir keine Chance lassen, um da durchzukommen. Also das ist richtig, richtig schwer. Und hier wäre auch der Spot für das, für diesen Dämon. Der würde dann hier einfach rumliegen. Gleich schon beim Boss. Easy, easy. Was ist jetzt, Nobu? Wolltest du Multiplayer machen oder nicht? Ich hätte da mal Bock drauf. Haben wir bei Dark Souls 2 zum Beispiel gar nicht gemacht. Hätten wir da eigentlich auch machen können. Mal ab und zu ein bisschen Multiplayer mit der Community. Bist schon bereit? Geil. Weiß gar nicht mehr, wie Multiplayer funktioniert, auch mit irgendwelchen Zeichen, oder? Oh Gott, da müssen wir aufpassen.
gejagt. Ja, ja, ich komm gleich. Bei allem, was heilig ist, öffnet das Tor. Sie sind schon fast hier. Komm rein, Ostrava. Komm rein, ich helfe dir. Bei einem Remake von Dark Souls 2 müssen wir eine Menge anpassen. Erklär. Da ist die Ministerkappe. So. Guckt jetzt, wie ich aussehe. Ich lache immer. Hier, genau. Guckt, ich lache immer jetzt so. Seht ihr das? Oder? Guck. Die lacht immer so. Das ist ganz witzig. Ostrava. Moin Mon Daji. Remake von Dark Souls 2. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Habe ich nämlich erst jetzt einmal gespielt. Ihr habt mich gerettet und dies ist. Nun muss ich. Reiner Rheinstein. Der reine Rheinstein. Ein ganz reiner Rheinstein. Okay, ich glaube, der Schlüssel war für da unten. Da kann ich jetzt die eine Frau da freilassen. Das mache ich noch eben. Nobu und dann geht's ab zum Boss. Willkommen zurück, Rolf. Schlecht gemacht, beim Remake müssen die das ändern. Wieso? Wie ist denn der Multiplayer in Dark Souls 2? Ich weiß es gar nicht. Der beste Multiplayer hatte sowieso bisher Bloodborne. Nee, hier war nicht der Schlüssel. Ach, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Ich weiß es doch, Leute. Entspannt euch. Ist dir schwer gefallen, nicht zu schreiben. Ey, kein Problem. Alles gut. Hierfür ist der Schlüssel, ne? Ja. Und hier unten kriegt man dann auch mal den nächsten Schlüssel. Ja, so war das. Erinnere mich. Hier ist auch ein Händler oder so, ne? Also erstmal ist hier ein genauer Gegner. Und ich mache viel zu wenig Schaden. Alter. Da, blutiger Eisenschlüssel, den brauchen wir. Hier ist irgendwo noch ein Händler, meine ich. Da ist erstmal ein Lizard. Den will ich. War hier nicht ein Händler? Ich dachte, hier wäre ein Händler. Turmschild, ja. Nice. Das Schild vom Turmritter. Nicht übers Level, sondern über Soul Memory. Was ist denn Soul Memory? Das war jetzt Multiplayer sehr komisch.
wenn man X-Team voneinander weg ist. Heißt, wenn man das Game in Co. spielen will, muss man aufpassen, dass keiner mehr sehen hat als der andere. What? Anscheinend ist auch nicht möglich. Ring gematch. Nicht so cool. Das ist ja, also es war sowieso schon immer ganz kompliziert, der Multiplayer in Dark Souls, aber oh Gott, das geht ja gar nicht. Seelen insgesamt im Spiel gesammelt hast. Ja. Hat richtig viel Scheiß gemacht, hat aber auch ein paar Sachen gut gemacht. Das stimmt. Jasmin wartet. Ja, Jasmin, eine halbe Stunde noch. Ich nehme die Folge hier noch eben auf. Hier ist übrigens das Secret, Leute. Wenn ihr das Spiel im Fractured Mode spielt, das heißt im gespiegelten Modus, dann gibt es hier eine Tür, wo ihr durch könnt. Dafür braucht man, ich weiß gar nicht wie viele, 20 oder 23 von so komischen Coins. Die Coins muss man dann insgesamt haben und bei Snuggly eintauschen. Und dann kriegt man einen Schlüssel und dann kann man da durch die Tür und dann kriegt man eine sehr, also dann kriegt man eine Rüstung, die es nur da gibt. Ist eigentlich ein richtig geiles Secret für die Leute, die das Game halt sowieso schon suchten und durchgespielt haben. Dann alles nochmal gespiegelt und dann alles absuchen für diese Münzen. Da gibt es auch die, gibt's auch einige Guides zu, also wer das gerne mal machen möchte, schnappt euch die. So, da ist jetzt ein Kollege, der denkt, wir wären sein Kollege, weil wir die gleiche Rüstung anhaben wie der. Weil er nämlich ein Dummkopf ist. Den müssen wir jetzt killen. Und dann ist da eine Hexe, die mir Zauber verkauft. Oh. Er macht ganz schön Schaden. So, und damit die keine Angst hat, muss ich jetzt das hier alles ausziehen, damit ihr sieht, dass ich halt nicht so ein Typ bin. Himmel, ihr. Ihr kommt, um mich zu retten. Danke. Nein, mir geht es gut. Ach, wie gut die aussieht. Also, eine kurze Rast, dann kann ich wieder laufen. Von der Grafik her. Komm, wie sie guckt. Auch. Geht ihr nur weiter. Gefällt mir sehr gut. So. Muss wieder anziehen. Und jetzt geht's ab zum Boss mit Nobu. Einem guten alten Nobu. Das Passwort kann ich schon mal eingeben. Wie geil das Game aussieht, ja übel, ne? Ton und Grafik, da, also hier haben die was gezaubert. Der, also die Grafik, ich meine, das Game ist jetzt auch schon 2 Jahre alt, ne? Ist bisher immer noch das Beste, was du auf der PS5 findest. Oder? Bislang gibt es nichts Besseres. Wo hast du denn ein Zeichen gelegt, Nobu? Ganz vorne vor dem Boss? Ja, Elden Ring ist ja auch Last Gen, ne? Elden Ring ist immer noch Unreal Engine. Mein Vater. Ist immer noch Unreal Engine 4, also. Ist ja auch für die PlayStation 4 und so gemacht worden. Also, das kann halt rein von der Basis her nicht besser aussehen. Das hier jetzt nochmal eine ekelhafte Stelle. Ich
runter, aber ich finde nicht besser, aber Geschmackssache. Vorm Boss, alles klar. Also hier muss man echt aufpassen. Wenn ihr hier reinlauft, seid ihr tot. Switch und PS4-Spiele hab. Ja, da ist der Boss drin. Muss man hier ganz gut aufpassen, Leute. Gegen die alle drei auf einmal wollte ich ja nicht kämpfen. Glaubt es mir. Glaubt mir einmal. Einfach mal dem alten Du glauben. Naja, Grafik ist nicht alles. Da hat Mondoji richtig. Recht. Richtig. Grafik ist nicht alles. Oh Gott. Mann, ey! Ich sag. Das sind die ekelhaftesten Gegner. Moin KK. Ich habe gesehen, du hast gestern Alt F4 gespielt, ne? Wie weit bist du eigentlich gekommen? Ja, der war dumm. Hast die Story endlich durch? GG. Oh, lila Flammenschild, das ist cool.
Falsche Richtung! Das Basecamp habe ich auch durch bei Alt F4. Was mich dann gebrochen hat, war dieses What the fuck Hölle Level. Da bin ich nur bis zum. Also bis zu diesem Big Jump gekommen. Den Riesenjump habe ich noch geschafft, aber danach bin ich nicht weitergekommen. Das war mir das zu belastend. Bad Lou am Start, ey, hör auf. Ich bin eben gestorben, hast du es mitbekommen? Ich bin in 20 Minuten soweit. Aber wir machen eine kurze Folge und ich mache nur noch den Boss. Wir können eigentlich eine kurze Folge machen. Mache ich nur noch den Boss. So, hier haben wir den Durchdringer und seine Rüstung kann man bekommen. Alter, Nobu kriegt ja gar keinen Schaden. Lol. Der kriegt gar keinen Schaden, hä? Welches Level bist du? Ich will den letzten Schlag machen, nein! What the fuck? Ja, Nobu, GG. Geil. Hast du nicht eine Frauenrüstung da an? Ey, wieso geht's hier nicht weiter? Doch, es geht doch hier weiter. Bin ich blöd? Ah, jetzt, genau. Da kommt man dann zu König Alland. Das ist also. Das machen wir da nächste Folge. Da machen wir König Alland. Ich level noch eben. Ist ein Platinum, lol. Ja, aber trotzdem, dass er gar keinen Schaden bekommt, finde ich krass. Dass er gar keinen Schaden bekommt, das ist doch crazy, oder? So, ich möchte jetzt noch 16 Stärke bitte haben. Wo ist hier die Madame? Da. Die versteckt sich immer. Hier steht Dungeon, Seele des Geistes. 16 Stärke. Dann kann ich nämlich das geile Schild tragen. So, und jetzt ist auch hier. Oh, ich bin ein bisschen schwer. legen wir das mal kurz ab. Hier ist jetzt auch die. Ach, im Magier gibt es die sowieso schon, ne? Hier. Ne, falsche Seite. Stimmt, im Magier gibt es ja schon die ganze Zeit. Ich hätte mir die ganze Zeit schon Magie kaufen können. Vergessen. So, hier ist die Hexe. Seid gegrüßt, sei doch feine. Warum wählt ihr nicht die Magie? Ihr sehenswürdig mich, seid ihr euch sicher? Ja, ich bin mir sicher. Entspann dich. Feuerbrunst. Ich will richtig auf Feuer gehen. Den will ich, den will ich. Ich werde ein richtiger Feuermagier. Kommt ihr denn her? Ich helfe, er weise Frieden. Flammenstoß. Rest egal. Ah, Zauber merken will ich auch noch. Ich muss mal gucken, ob ich die überhaupt einsetzen kann. Ja, Flammenstoß kann ich. Oder warte. Vergessen. Dann kann ich Feuerbrunst nehmen. Bam. Geil. Ja, das war's für die Folge, Leute. Lasst gerne ein Like auf dem Video da. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.